Und damit begrüße ich euch heute mal nicht ganz herzlich zu einem Video, was vielleicht mich in Bezug oder, wie soll man das jetzt gescheit sagen, es fällt mir tatsächlich schwer, das so jetzt in ein Video zu packen. Ich sag's einfach, wie es ist. Ich habe das Ganze jetzt schon versucht, 5-mal aufzunehmen. Ich kann's aber irgendwie, ich finde nicht die richtigen Worte dazu einfach. Und zwar, es geht nicht um den Kanal, wie man es vielleicht schon vermuten kann. Es geht um die Map Landkreis Grüntal. Und das ist ja so ein Ding, das hat den Kanal ja auch großgezogen, so gesehen. Da habe ich sehr lange dran gebaut, sehr viel Zeit dran gebracht. Aber nun ist für mich so der Punkt gekommen, wo ich mir sage, okay, es macht mir einfach keinen Spaß mehr, an Landkreis Grüntal weiterzubauen. Ich kann da einfach nicht mehr mit so viel Herzblut da dran bauen, wie vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr. Liegt vielleicht auch daran, weil in den über 2 Jahren, wo das, weil das Projekt ist ja jetzt schon so lange in Entwicklung, ist ja kein Geheimnis, da hat sich mein Baustil so verändert, dass einfach komplette Riesenabschnitte der Map mir nicht gefallen. Ihr habt es vielleicht, wenn ihr im OMSI-Forum seid, im letzten Beitrag gesehen. 50% der Map wollte ich eigentlich jetzt überarbeiten. Momentan fehlt mir da aber einfach die Lust zu. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich das in der nächsten Zeit ändern wird. Deshalb bin ich jetzt zu dem Entschluss gekommen, das Projekt so liegen zu lassen, wie es jetzt ist. Hat auch noch andere Gründe, und zwar habe ich vielleicht bei manchen Objekten, die ich gebaut habe, Mist gebaut, kann man ganz ehrlich sagen. Ich habe Fehler gemacht im Mapbau, da muss ich mir einfach nur mal den Terrain-Tab im OMSI-Editor angucken. Da habe ich jetzt fast 50 Grundtexturen beispielsweise. Das ist nur ein Beispiel, was ich falsch gemacht habe. Da gibt es noch so viel, was ich falsch gemacht habe. Und das ist halt momentan einfach so, dass ich den Fortschritt einfach nicht sehe, was die Karte anbetrifft. Ich sehe auch einfach nur Baustellen auf der Karte. Und das ist so, was meine Motivation daran zu bauen hemmt, und das ist für einige jetzt vielleicht sehr schade, aber ich will mich da auch nicht mit dem Weiterbauen quälen, weil ich habe noch so viele Ideen, wie ich das Ganze hätte weiterführen können, allerdings irgendwie nicht mehr für die Map. Ich habe mich damals entschlossen, als ich den Stadtteil neu gemacht habe, da Tramlinien hinzubauen. Allerdings merke ich es jetzt, dass ich mich da einfach nur übernommen habe, was das mit den Tramlinien angeht. Es gibt Probleme mit dem Spawn, die man sicherlich irgendwie beheben kann, aber da das, die Tram als Beispiel genommen, die könnte ich beispielsweise viel besser in Lotus umsetzen. Und das ist es halt momentan, was mich da, was die Tram angeht, was mir da die Motivation wegnimmt. Nicht zuletzt auch, weil es jetzt in Lotus einfacher ist, mit der eine Tramstrecke zu bauen, und weil OMSI auch eigentlich nicht dafür ausgelegt ist, dass man was mit der Tram baut. Und ich habe auch schon vor einigen Monaten gesagt, Landkreis Grüntal ist meine erste Tram-Map, mein erster Versuch, eine Tram-Map zu bauen, und es wird definitiv auch der letzte sein, weil was die Tram angeht, wird es in OMSI zumindest nichts mehr von mir geben. Ich möchte aber auch nicht ausschließen, dass gar nichts mehr in OMSI von mir kommt. Ich möchte eigentlich eine neue Map anfangen und dort halt die ganzen Ideen, die ich noch habe, umsetzen. Und da einfach aus den Fehlern lernen, die ich bei Landkreis Grüntal gemacht habe.
und einfach mich in diesen Punkten bessern. Ich habe auch mittlerweile jetzt erst meine richtige Bauweise, wenn man es so sagen kann, gefunden. Denn auf Landkreis Grüntal gibt es ja schon viele Anfänge da. Beispielsweise, dass ich mit Kreuzungsobjekten, die ich in Blender gebaut habe, da habe ich ja auch schon was gemacht, aber das ist auch so ein Thema. Das ist so eine riesen Baustelle, jetzt alle Kreuzungen, die ich im Landkreis Grüntal gemacht habe, da so zu bauen in Blender, dass da allein was die Überarbeitungszeit und das Ganze, das sicherlich ein Jahr braucht, bis es fertig ist. Es geht ja da auch nicht nur um jetzt so Sachen wie Kreuzungsobjekte. Das ist noch das kleinste Problem. Das größte Problem in Anführungszeichen ist das, der Teil, den ich überarbeiten will. Und auch so ein Faktor ist, ich habe auch überhaupt nicht drauf geachtet, da irgendwie was gescheit zu planen vorher. Ich habe eigentlich nur drauf losgebaut, was auch ein Fehler ist, denn mittlerweile ist es so, ich habe in der Stadt Bamberg eigentlich überhaupt keine Ausbaumöglichkeiten, weil drumherum schon fast alles zugebaut ist. Und somit ist das jetzt nochmal neu zu machen, ist dann auch wieder Zeit, die ins Land geht. Und da habe ich mir halt die Frage gestellt, ob es nicht auch dann sinnvoller ist, lieber was komplett Neues zu bauen, aus diesen Fehlern, wie gesagt, zu lernen, das einfach besser zu machen, etwas durchzuplanen, was ich ja, wie gesagt, vorher überhaupt nicht gemacht habe. Das möchte ich da einfach bei einer neuen Map besser machen und so gesehen, wenn ich ganz Landkreis Grüntal, also nicht ganz Landkreis Grüntal, aber wenn ich 75%, also 3/4 der Map abreiße und so oder so neu baue, weil es nicht passt, dann kommt es eigentlich genau auf dasselbe raus, wie wenn ich eine neue Map baue. Dieses 1/4, das ist, ja, ja, das muss man da, ja, es ist einfach jetzt leider, wie es ist und ist, wie gesagt, wahrscheinlich schade für viele, die das Projekt feiern und, ja, ist jetzt auch eine schockierende Nachricht für die, aber ja, da müsst ihr euch vielleicht auch so in meine Situation reinversetzen. Ich habe mir mit diesem Projekt Landkreis Grüntal einfach viel zu viel Arbeit gemacht. Ich habe sehr viel geplant, was ich am Ende eigentlich gar nicht umsetzen kann. 2 Großstädte zu bauen, das ist einfach viel zu viel. Ich komme nicht mal aus der Großstadt und mit der Zeit ist mir auch aufgefallen, dass ich sehr ungerne Großstadt baue. Ich baue eher sowas Kleineres, so Kleinstädte. Beispielsweise im Raum von 50.000 bis 70.000 Einwohner so. Oder ich baue auch viel lieber Überland als Stadt. Ja, sonst hätte ich wahrscheinlich auch jetzt schon das Areal um den Hauptbahnhof fertig. Und das sind halt so Sachen, die mich jetzt dazu bewegt haben, einfach zu sagen, gut, nach 2 Jahren Landkreis Grüntal muss man auch irgendwie einen Schlussstrich drunter ziehen. Und wahrscheinlich wäre es letztendlich so oder so zu diesem Ende gekommen, weil spätestens, wenn ich in Bamberg ausgebaut hätte, wäre das Ganze so oder so nicht gegangen. Und das weitere Vorgehen so gesehen wäre jetzt halt, dass ich erstmal mir eine Pause von dem ganzen Editor-Kram nehme und ja, dann einfach was Neues anfangen, was Frisches anfangen. Das wird hier definitiv auch auf dem Kanal kommen und ja, garantieren kann ich natürlich auch da nicht, ob ich das rausbringen werde. Ich will jetzt natürlich nicht das bauen und direkt sagen, nee, ich bring's nicht raus. Vielleicht war es auch ein Fehler bei Landkreis Grüntal, einfach zu sagen, komm, ich habe nicht mal eine Linie fertig, scheißegal. Ich baue da ein, ich tue das jetzt einfach im OMSI-Forum präsentieren, weil
so viele freuen sich auf die Karte und das hat mich eigentlich auch, nur das hat mich jetzt eigentlich auch daran gehalten, dass ich jetzt irgendwie weitergebaut habe. Ihr seht, es hat sich streckentechnisch eigentlich im letzten Vierteljahr eigentlich überhaupt nichts getan an der Map, würde ich jetzt mal sagen. Es haben sich einfach nur so kleine Sachen verändert und ja, daher ist jetzt halt so leider, wie es ist. Das sage ich jetzt, glaube ich, auch schon zum dritten Mal, aber ja, das müsst ihr an der Stelle so hinnehmen. Es hat nichts mit der OMSI-Community generell zu tun. Es liegt einfach daran, weil ich momentan einfach, sagen wir es mal so, was das angeht, im Konflikt mit mir selbst stehe. Auch was jetzt andere Projekte, Landkreis Glüttal war ja bei weitem nicht mein einziges Projekt. Als Beispiel, ich habe ja auch bei der Map Leutersbach, beziehungsweise wirke ich ja auch noch bei der Map Leutersbach mit, gab es ja auch schon 3 Videos bei mir auf der Karte. Und ich habe mir generell einfach viel zu viel vorgenommen. Von daher, ja, konnte das eigentlich schon nie gut gehen. Und ihr habt es wahrscheinlich auch im Präsentationsthread, wenn man es da mal durchblättert. Ich hatte nicht mal eine Linie fertig und habe immer gesagt, diese Linie kommt noch dazu und das kommt noch dazu. Und das hätte ich, ich hätte mir einfach nicht die Messlatte so hoch setzen sollen. Ich hätte vielleicht erstmal sagen sollen, ja, ich baue eine Linie fertig erstmal und dann sieht man weiter. Aber da jetzt komplett erstmal zu sagen, mittlerweile, ich habe das mal geguckt, was ich da alles geplant habe. Das wären mittlerweile, glaube ich, 15 Linien, die ich so geplant habe, die fahrbar sind. Und somit, ja, hat sich das da dann, wie gesagt, das Projekt hat sich dann somit halt erledigt. Und sollte das Video jetzt ein bisschen durcheinander gewesen sein, ja, seht's mir bitte nach, dass ich da jetzt nicht einfach so sagen kann, ja, ich tue das Projekt beenden und gut ist. Ich möchte es ja auch begründen und ja, das waren ja jetzt 2 Jahre lang, die ich da halt jetzt dran gebaut habe und da ist es auch für mich halt jetzt nicht so leicht, da zu sagen, gut, einen Strich drunter ziehen und fertig ist. Also, ja, das tut mir jetzt, wie gesagt, leid. Für die, die da wirklich ein super Endprodukt erwartet haben und die jetzt halt so gesehen enttäuscht werden, ich kann es auch verstehen. Also, so ist es nicht und genau, das wollte ich euch in diesem Video eigentlich erzählen. Ich hoffe, es ist auch verständlich und ja, so gesehen bleibt mir dann auch nur noch zu sagen, tschüss, schönen Tag noch und macht's gut, man sieht sich in einem anderen Video wieder. Haut rein!